Schönen guten Tag und willkommen hier in Wien, in der Wiener Stadthalle. Sie sind Besucherinnen und Besucher hier auf der Bestmesse, der Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung. Und auch an Sie zu Hause, wunderschönen späten Nachmittag, je nachdem, wie man es sieht. Willkommen, dass Sie dabei sind, hier auch via Livestream bei uns im Vortragssaal C, wo wir eines der Schwerpunktthemen uns vorknöpfen, Masterstudien in Deutschland. Willkommen, Markus Heil von der Bundesagentur für Arbeit, gell, hast du es in Bayern, zu vergleichen wie dem AMS hier in Österreich. Master studieren kann man natürlich auch in Deutschland. Österreich hat ein sehr großes Angebot an den Fachhochschulen und an den Universitäten, aber selbstverständlich auch in Deutschland. Gibt es Fachhochschulen auch in Deutschland, Universitäten selbstverständlich, und bieten auch beide Masterstudienrichtungen an? Ja, also beides gibt es. Die Fachhochschulen haben in Deutschland eine lange Tradition, schon ein bisschen länger als in Österreich. Die sind bei uns in den 70er Jahren aufgebaut worden und sind in vielen Punkten, muss man wirklich sagen, in Deutschland in den Fächern, die beide Hochschuleinrichtungen anbieten, Wirtschaftsfächer, Technikfächer, wirklich auch bei den Arbeitgebern gleich beliebt. Also das wird nicht mehr großartig differenziert, dass man sagt, Mensch, eine Uni ist doch ein bisschen was Besseres, sondern das kommt so einfach ein bisschen drauf an. Ich meine, die Unterscheidung ist ja ähnlich wie in Österreich. Fachhochschulen sind durchaus ein bisschen praktischer ausgelegt und Universitäten ein bisschen theoretischer, wissenschaftlicher, und es gibt halt Tätigkeiten und Arbeitgeber, die das eine oder andere halt bevorzugen. Ja, und Fachhochschulen bieten natürlich auch Masterstudiengänge an. Gibt es bei Ihnen in Deutschland so eine perfekte Datenbank, wo man alle Masterstudiengänge quasi mit einem Klick sehen kann? Ja, die gibt's wirklich. Die heißt Hochschulkompass, hochschulkompass.de. Das ist auch wirklich so eine amtliche Datenbank von der Hochschulrektorenkonferenz, also eine sozusagen eine Dachorganisation der deutschen Hochschulen, die alle staatlichen Universitäten und Fachhochschulen und auch dualen Hochschulen umspannt. Dann gibt's noch eine andere Datenbank, die heißt studienwahl.de. Die ist auch sehr gut. Die Hochschulkompass-Datenbank hat vielleicht ein bisschen mehr Suchmöglichkeiten, Filtermöglichkeiten. Aber mit beiden Datenbanken, denke ich, kann man die Fülle der Studiengänge fast zu 100% erfassen. Aus Ihrer Erfahrung, wo sind denn so die Feinheiten? Worauf muss man denn achten, wenn man in Österreich einen Bachelor gemacht hat, FH oder Universität, und man interessiert sich dann für einen Masterstudiengang in Deutschland? Wo wird's denn spannend? Ja, es wird erstmal spannend mit der Frage, was für eine Art von Master soll es denn sein? Jetzt mal unabhängig davon, ob ich den an der Fachhochschule oder Universität machen will. In Deutschland ist das eigentlich ziemlich ähnlich wie in Österreich oder gleich, würde ich fast sagen. Es gibt im Prinzip zwei Arten von Masterstudiengängen, die sogenannten konsekutiven Masterstudiengänge, also konsekutiv, das heißt folgend auf einen Bachelor. Das heißt, da schließt sich fachlich ziemlich passgenau ein Masterstudiengang an einen Bachelorstudiengang an. Nehmen wir Beispiel, jemand hat im Bachelor Biologie studiert, dann wird er im Master auch ausschließlich Biologie weiter studieren im Konsekutiven, aber dann halt vielleicht wissenschaftlich einen Teilbereich der Biologie vertiefen. Ja, das ist das eine. Und dann gibt es auf der anderen Seite, im Gegensatz zu diesen konsekutiven Masterstudiengängen, eher weiterbildende, die vielleicht auch andere Aspekte mit reinbringen. Da kann es dann zum Beispiel sein, dass man einen neuen Aspekt in sein Studium reinbringt, dass man eine Themenverlagerung macht. Das kann man natürlich nicht unendlich weit weg betreiben, aber bleiben wir wieder bei dem Beispiel Biologie. Da könnte man zum Beispiel irgendwie dann nach einem Bachelor Biologie einen Master Biotechnologie studieren und dort vielleicht einen technischen Aspekt reinbringen. Ob das dann möglich ist, es entscheidet immer diese Hochschule, die den Master dann in Biotechnologie zum Beispiel anbietet und sagt, brauche ich auch schon im Bachelor Biotechnologie oder kann ich die Technologie dann ausschließlich im Master lernen? Das ist sehr unterschiedlich. Das ist schon mal die erste Frage. Möchte ich bei meinem Fach bleiben und mich vertiefen, wissenschaftlich? Macht wahrscheinlich auch Sinn, wenn ich dann promovieren will, einen Doktortitel erwerben will. Ja, dafür braucht man ja einen Master. Oder möchte ich was anders, mein Studium bereichern mit was anders und uns es öffnen sozusagen. Ja, dann
haben wir eben diese Unterscheidung, konsekutiv weiterbildend. Dann haben wir natürlich weitere Unterscheidungen. Ein Master in, kann man zum Beispiel als normales Vollzeitstudium machen, aber auch berufsbegleitend. Ja, ist für die interessant, die vielleicht eine Finanzierungsmöglichkeit suchen. Ja, und dann die prinzipielle Frage, mache ich ihn an einer FH oder Universität? Ja, die stellt sich auch. Jetzt haben wir gehört, bei uns in Österreich und es gibt in allen europäischen Ländern so eine Stelle, die ENIC-NARIC-Stelle, die also schaut, also passt der Abschluss von jemandem, der zum Beispiel vom Ausland bei uns ein Masterstudium machen kann, zu unseren Universitäten. Ist es umgekehrt auch der Fall? Also müssen auch österreichische Absolventen, die mit einem Bachelor abgeschlossen haben, zuerst bei der deutschen Stelle vorsprechen und sagen, passt das eh oder machen die das die Universitäten direkt? Ja, das machen in der Regel die Universitäten direkt. Und das ist eigentlich so ähnlich wie in Österreich bei ENIC-NARIC. Wenn die deutsche Universität unsicher ist und sagt, Mensch, was ist denn das? Das kann ich nicht so schlecht, nicht so recht einschätzen. Das, die Hochschulart in diesem anderen Land, mit der da herkommt und seinen Bachelor gemacht hat, dann wendet er sich an die entsprechende ENIC-NARIC-Stelle in Deutschland. Und das sind so Bildungsspezialisten international und die sagen dann, ja, das ist so und so. Ich sag mal ganz pauschal, im Großen und Ganzen sind ja die Bildungssysteme Deutschland und Österreich, was den Hochschulbereich betrifft, recht ähnlich. Und es mag schon mal vorgekommen sein, dass in Österreich nach Deutschland gegangen sind und die Universitäten sind das einigermaßen gewohnt und kennen das schon einigermaßen gut. Ja. Okay, jetzt ist Österreich im Vergleich zu Deutschland ein Zwergerl. Dementsprechend viele Studierende werden bestimmt auch in Deutschland, also von der Anzahl her jetzt, auch in Masterstudiengänge gehen. Gibt's da Zulassungsbestimmungen, Beschränkungen auch jetzt, dass man sagt, okay, ein gewisser Anteil muss deutsche Absolventen dann haben. Wie schaut das aus? Also erstmal pauschal, es gibt Masterstudiengänge mit Zulassungsbeschränkungen. Das legt die jeweilige Universität oder Fachhochschule, die den Studiengang anbietet, fest. Reines Mengenspiel. Wenn die sagen, wir erwarten mehr Bewerber, als wir Masterstudienplätze haben, dann wird sie wohl eine Beschränkung machen und wird auswählen. Ja, dann wollen die natürlich die Besseren. Ja, das mal per se. Ob dann diese Bewerber aus Deutschland selbst kommen, dort ihren Bachelor gemacht haben oder aus einem anderen EU-Staat, das ist eigentlich im Prinzip unerheblich. Also es gibt da keine extra Quoten oder Verbote oder irgendwas. Das ist rein schon mal den EU-Gesetzen der Freizügigkeit geschuldet. EU-Bürger sollen eigentlich in jedem EU-Staat die gleichen Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten haben und da wird nicht großartig differenziert. Ich meine, es wird dann teilweise von Notensystemen her irgendwas umgerechnet und so weiter, aber da haben wir in Deutschland und Österreich eher ein sehr ähnliches Notensystem. Selbst das wäre schon nicht erforderlich. Ja. Aber wie gesagt, es gibt so Erhebungen, ungefähr ein Drittel der Masterstudiengänge in Deutschland haben Zugangsbeschränkungen. Wenn man also seinen Master in Deutschland machen möchte, was muss man dann tun? Und vor allem, ab wann kann ich mich bewerben irgendwo? Ja. Also muss ich zuerst den Bachelor in der Tasche haben oder darf ich schon vorher loslegen? Nein, man darf schon vorher loslegen. Die üblicherweise sind die Bewerbungsfristen zum Masterstudium, vor allen Dingen für diese konsekutiv folgenden, die schließen sich ja nahtlos nach einer Sommersemesterpause sozusagen, ja dann im Herbst an in der Regel. Es gehen eigentlich los am Ende der Vorlesungszeit des letzten Bachelorsemesters, im Sommersemester. Ja, das ist in Deutschland so üblicherweise irgendwann Ende Juni oder sowas, Anfang Juli. Und da geht es dann eigentlich, da findet es dann in der Regel statt. Da hat man ja dann oft auch sein Bachelorzeugnis vielleicht noch gar nicht überreicht bekommen. Aber das reicht man halt dann im Rahmen der Bewerbung nach. Ja. Okay, das heißt, es passiert auch online, dass man sich dort vorstellig macht an der Deutschen Universität? Geht in der Regel so, genau. Man sollte wirklich eben über so eine Datenbank, die ich vorher erwähnt habe, Hochschulkompass, mal einfach wirklich eine Zeit vorher schon, weit vor dem, würde ich mal sagen, letzten Semester, so eher im vorletzten Semester, sich mal kundig machen. Und dann hat man eh so seine paar Wunschunis. Und da sollte man dann sich über die Internetseite informieren, wann denn genau da was, wo, wie einzuschicken ist, ob es überhaupt ein Zulassungsverfahren gibt oder ob das auch nicht sogar zulassungsfrei ist. Und weil nämlich ganz wichtig, man muss das einzeln praktisch durchgehen, weil es gibt kein zentrales Masterbewerbungsverfahren, nicht irgendwie so eine zentrale Stelle, wo man alle Bewerbungen einreichen kann und die verteilen das dann an die Unis, sondern man kann sich ja 40 Mal an den Unis bewerben und muss es auch, wenn man eine sehr große Bandbreite von Möglichkeiten ausschöpfen will.
Wenn man sich, Verzeihung, also österreichische Studenten, also auf dieser Plattform herumtummelt und man sieht, okay, es gibt so viele Universitäten mit diesen und diesen Masterstudiengängen, so kann ich zumindest vom Lesen her eines Studienganges ja nicht, noch nicht sagen, wie die Qualität ist. Gell? Gibt es sowas wie im Hintergrund ein Bewertungssystem von Studierenden, Masterstudierenden, die Feedback geben? Also so wie Frühstücken in Wien, wo ich raufschauen kann, okay, da und da und da ist gut. Gibt es das auch für Masterstudierende in Deutschland zum Beispiel? Noch nicht sehr stark ausgeprägt. Das muss man mal prinzipiell sagen, dass Deutschland ein Land ist, das nicht sehr ausgeprägt mit Studienrankings arbeitet. Also zumindest jetzt nicht im Vergleich zu so Ländern wie USA oder Großbritannien, wo das sehr, sehr wichtig ist. Spricht da ehrlich gesagt für die sehr homogene, durchgehend gute Qualität der deutschen Hochschulen. Jetzt kommt der Werbeblock, ne? Wir merken es gerade. Aber es ist wirklich so, also die deutschen Hochschulen sind letztendlich überwiegend da in dem Bereich staatlich. Die haben ungefähr den gleichen Finanzhaushalt, Zuschüsse sozusagen vom Staat, mit dem sie arbeiten. Und es hat sich einfach bei uns so herausgebildet und entwickelt, dass die ähnlich gut sind. Was natürlich interessant ist, ist, dass man sich einzelne Studiengänge anschaut und was da inhaltlich geboten wird. Das sollte man vielleicht mit seinen Interessen abgleichen. An sich nochmal zu diesen Rankings. Ja, es gibt ein bekanntes Ranking, das ist das sogenannte Zeit-Ranking vom Zeitverlag in Deutschland, das eigentlich mehr so auf die Bachelor-Studiengänge zielt oder die sogenannten grundständigen Studiengänge. Wir haben ja nicht nur Bachelor-Master-System, sondern so wie in Österreich ein paar andere Sachen sind ja auch noch übrig geblieben vom alten System. Und die lassen in großen Fächern mittlerweile schon auch in diesem Ranking das Feedback der Masterstudierenden mit einfließen, ja, kann man so sagen. Aber in diesem Ranking sind eigentlich nur die großen Studiengänge drin. Und jetzt haben wir das Problem, die Qual der Wahl, wir haben wahnsinnig viele diversifizierte verschiedene Fächer in Deutschland im Master angeboten, die sehr, sehr einen kleinen Teilbereich eines Wissenschaftsbereiches beleuchten. Und dann gibt es vielleicht so einen Studiengang nur einmal und dann taucht er natürlich nicht in so einem Ranking auf, weil man kann ihn ja mit nichts vergleichen. Also ich habe mir das mal extra aufgeschrieben, dass mich neulich mal ein kritischer Artikel in Deutschland drüber gestanden, über diese doch schon fast erschlagende Vielfalt von verschiedenen Masterstudienfächern. Und da gibt es zum Beispiel ein Fach, das heißt, ein Masterstudiengang an der Uni Potsdam, der heißt Kulturelle Begegnungsräume der frühen Neuzeit. Also das kann man komplett als einen Master studieren. Publikum grinst schon ein bisschen, ich auch. Heißt natürlich nicht, dass das ein schlechter Studiengang ist, aber man sieht schon, das ist schon was sehr Spezielles. Und jetzt, ich zitiere jetzt sozusagen diesen Autor dieses Artikels, der in der Zeitung stand. Da hat sich wahrscheinlich im Prinzip ein Professor mit seinem Lieblingsthema irgendwie verwirklicht in seinem Masterstudiengang. Und ja, da wird der Markt praktisch bestimmen, ob der groß nachgefragt wird oder nicht. Und das macht es jetzt ein bisschen schwierig, da kann ich auch kein Ranking aufstellen, weil mit was für einem Studiengang soll ich den vergleichen jetzt, ne? Jetzt ist Masterstudieren in Deutschland auch deswegen attraktiv, weil Deutschland auch tolle Städte hat, wie Berlin, Hamburg. Gibt es bestimmt auch eine Universität, oder? Ja. Es gibt mehrere. Es gibt mehrere, okay. München zum Beispiel, aber das sollte ja nicht nur ausschlaggebend dafür sein oder ist bestimmt auch ein Grund, warum man nach Deutschland geht. Die Sprache ist ja auch die gleiche, es ist nicht so ein großes Handicap für viele, aber studieren, Masterstudieren in Deutschland bedeutet aber auch Wohnsitz verlegen für zumindest meistens 2 Jahre. Gibt es so Unterstützungs- oder Fördermöglichkeiten, die deutsche Bundesregierung anbietet, oder muss man das als österreichischer Studierender nur von hier beantragen? Im Prinzip kann man mal über beide Dinge nachdenken. Also ich würde, es gibt ja, sage ich mal, das klassische deutsche Stipendiensystem, was wir für entsprechend bedürftige Menschen haben. Bedürftig hört sich ein bisschen krass an in dem Fall, also diejenigen, wo die Eltern nicht total reich sind oder die selber nicht total reich sind. Das nennt sich BAföG, das kann man so ein bisschen mit der österreichischen Studienbeihilfe vergleichen. Das kriegt man auch in Deutschland für einen Master prinzipiell, wenn man von den finanziellen eigenen Voraussetzungen her das Anrecht drauf hat. Vor allen Dingen, wenn dieser Master ein konsekutiver Master ist. Für Weiterbildende gibt es das eher nicht. Jetzt muss man aber gleich einschränkend dazu sagen, für österreichische Bürger, die frisch fürs Masterstudium nach Deutschland kommen würden, überhaupt, ist es eher nicht möglich, das zu bekommen. Da muss man schon mehrere Jahre in Deutschland gelebt haben, zum Beispiel gearbeitet haben oder im deutschen Bildungssystem integriert gewesen sein. Finde ich aber auch nicht so schlimm.
weil es letztendlich ja, ich vermute es zumindest, von der österreichischen Studienbeihilfe, da gibt es ja auch so Mobilitätsstipendien, auch diese, glaube ich, gelesen zu haben, für Masterstudiengänge gibt im Ausland. Und dann könnte man, das ist ein entsprechendes Stipendium, das man beantragen könnte. Ansonsten kann man natürlich andere deutsche Stipendiengeber nachfragen. Das sind zum Beispiel Stipendien von Stiftungen der politischen Parteien, von konfessionellen kirchlichen Trägern, Stiftungen der Wirtschaft, die an sich Bildungsstipendien auch für Masterstudiengänge vergeben, und die definieren jeweils selbst, wer dafür einen Antrag stellen darf, und dann mag durchaus öfter mal auch im Allgemeinen der EU-Bürger als antragsberechtigt gelten, und dann geht es natürlich auch für Österreicher. Was bei Ihnen in Deutschland noch ganz besonders gibt, das gibt es bei uns nicht, das duale Hochschulstudium. Würden Sie uns das noch einmal bitte erklären, was das genau ist? Und wenn jemand bei uns den Bachelor hat, kann der überhaupt einen Master in einer dualen Hochschule dann machen? Also die duale Hochschule ist eine Kombination aus praktischer Ausbildung in einem Betrieb, mit dem er auch vor Beginn dieses dualen Studiums einen Ausbildungsvertrag abschließt, und einem Studium. Dauert in der Regel auch 3 Jahre beim Bachelor, und man ist die Hälfte der Zeit, also 1,5 Jahre im Studium, lernt theoretisch, und die andere Hälfte ist man im Betrieb und übt das dann praktisch ein, sozusagen. Und das immer so, beliebtes Modell ist, abwechselnd im 3-Monats-Rhythmus. Ist sehr schön, weil man dann mehr oder weniger immer wieder Abwechslung hat und immer wieder weiß, für was habe ich es gelernt, es gleich umsetzen, für was kann ich es brauchen. Ja, oder man hat ein Problem in der Praxis und kann es dann wieder im Studium gleich umsetzen. Aha, die Theorie dazu ist das. Man kriegt meistens Geld von dieser Firma während des Studiums und oft schon sozusagen eine Zusage für einen ersten Job nach Beendigung dieses Studiums. Jetzt zu Ihrer Frage, kann man da mit einem österreichischen Bachelor in einen Master rein? Kann man somit beantworten, es gibt kaum Masterprogramme in diesem dualen Studium. Das duale Studium ist ja ein sehr praktisch ausgelegtes, dann vielleicht eher so nah am FH-Studium dran oder vielleicht sogar, was die Theorie betrifft, ein kleines bisschen drunter. Halt ein bisschen was anders, ne? Nicht schlechter, aber anders. Und somit recht weit weg von dem theoretischen, wissenschaftlichen, was an der Uni läuft. Und Master hat halt immer eher einen wissenschaftlichen Touch, weil da geht es irgendwie weiter und intensiver weiter. Und es gibt schon vereinzelt Masterstudiengänge, oder es wird probiert, diese an dualen Hochschulen einzuführen, aber eigentlich ist das Angebot sehr klein. Studieren in Deutschland ist kostenlos oder kostenpflichtig? Ist es bei den FHs bei Ihnen, also wenn man Master, FH oder Uni macht, wie schaut das da aus? Also diese konsekutiven Studiengänge sind in der Regel kostenfrei, und die konsekutiven sind auch die meisten. Also 90% aller Masterstudiengänge in Deutschland sind konsekutiv und nur wenige sind eben weiterbildend. Die sind kostenfrei, weil man da einfach sagt, na gut, da schließt jemand folgerichtig ein Bachelorstudium mit einem Master ab, um gewisse berufliche Perspektiven zu erreichen. Und wir haben einfach die Studiengebühren in allen Bundesländern in Deutschland vor einigen Jahren jetzt über die Zeit hinweg immer wieder abgeschafft. Im Moment gibt es kein Bundesland in Deutschland, das Studiengebühren weder für Fachhochschule oder Universität verlangt. Für die weiterbildenden Masterstudiengänge gibt es teilweise Gebühren. Die richten sich eben auch teilweise an Berufserfahrene. Manchmal ist es sogar regelrecht so, dass man mindestens ein Jahr Berufserfahrung nach dem Bachelor haben muss, um überhaupt sich für einen weiterbildenden Masterstudiengang bewerben zu können. Und da haben wir Preise für solche Studiengänge von wenigen 100 Euro für so ein Studium, bis zu der höchste Preis ist um die 12.000, 13.000 Euro. Das ist dann so ein MBA-Master, was es ja in Deutschland auch gibt, so ein Master of Business Administration, so eine Karrierebeschleuniger, sagt man vermeintlich, ne? Und das ist natürlich, da ist etwas mehr zu investieren. Muss man mehr Investitionen reinstecken. Ob sich's dann lohnt, das ist wieder eine andere Frage, ne? Aber so ist es. Jetzt sind Sie ja von der Bundesagentur für Arbeit, vergleichbar eben wie bei uns der österreichische AMS, Arbeitsmarktservice. Wie reagiert denn die deutsche Wirtschaft? Werden besonders Masterpersonen angestellt und bekommen einen Job, oder ist es ein Verhinderer? Nein, kann man nicht sagen, dass es ein Verhinderer ist. Also der Markt,
der reagiert ja auf Angebot und Nachfrage, der hat sich da einfach selbst gebildet und auch anders gebildet, als sich das deutsche Bildungspolitiker eigentlich so vorgestellt haben. Als man damals in dieser Bologna-Reform Master- und Bachelor-System eingeführt hat, hatte man eigentlich so die Vorstellung, dass 2/3 der Bachelor, weil ja der Bachelor ein berufsqualifizierender Abschluss ist, ins Berufsleben gehen und 1/3 nur weiter studiert. Das sind dann die, die sich wissenschaftlich interessieren oder höherwertige Positionen anstreben und die sollen da weiter studieren. Erhebungen haben ergeben, dass es eigentlich genau umgedreht ist, vor allen Dingen an den universitären Studiengängen. Und da sind's vor, also da ist es wirklich so, dass man eigentlich für viele Arbeitsbereiche, in die man rein will, bei vielen Arbeitgebern einen Master ja schon empfehlen kann. Das sind zum Beispiel alle naturwissenschaftlichen Studiengänge. Also wer irgendwie als Chemiker in der pharmazeutischen oder chemischen Industrie angestellt werden will, der kann eigentlich mit einem Bachelor da fast gar nichts reißen. Der muss mindestens den Master haben. In dem Fall ist es sogar bei dem Fach so, dass sogar 70% der Masterabsolventen sogar noch ein Doktorat hinten drauf setzen. Hat sich einfach in dem Bereich so rausgebildet. Dann geisteswissenschaftliche Studiengänge, kultursozialwissenschaftliche Studiengänge. Dort ist es auch eigentlich üblich, dass die Arbeitgeber sehr gerne jemand mit Master einstellen. Beziehungsweise sie haben einfach das Angebot an Bewerbern und dann nehmen sie lieber jemand, der einfach nur mal ein bisschen mehr studiert hat und ein bisschen mehr weiß. Ne? So ist es halt einfach. Angebot und Nachfrage. Ausnahme ist jetzt vielleicht soziale Arbeit, was es ja bei uns auch an den Fachhochschulen gibt. Da sind die Einstiegsmöglichkeiten einfach durchaus mit Bachelor schon vorhanden. Bei den Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurswissenschaften ist wiederum ein bisschen anders. Da gibt es durchaus sehr viele Möglichkeiten mit Bachelor auch. Ja. Aber muss man unterscheiden. Wenn ich als Ingenieur zum Beispiel bei einer großen Automobilfirma in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung wiederum will, na, Forschung und Entwicklung, da merkt man schon, da ist vielleicht auch wieder zu empfehlen, wenn man eher einen Master hat. War sehr interessant. Vielen herzlichen Dank, Markus Heil von der Bundesagentur für Arbeit. Sie sind noch da bis Sonntag, bis morgen? Genau, wir sind bis morgen da, haben den Stand A13 und da kann man uns Fragen stellen zu den Themen Studium in Deutschland, Ausbildung in Deutschland, Arbeiten in Deutschland. Wunderbar. Schön, dass Sie bei uns waren hier im Vortragssaal C auf der Bestmesse in Wien. Noch 2 Tage ist die Bestmesse geöffnet. Bis Sonntagabend bis 17 Uhr haben Sie die Möglichkeit, das große umfangreiche Angebot, was Bildung, Beruf, Studium und Weiterbildung angeht, sich anzuschauen. Vielen lieben Dank auch Ihnen fürs Hierherkommen. Genau, Applaus gerne. Schenken wir gerne dem Markus Heil. Und bei uns geht's in Kürze weiter. Dann befassen wir uns mit dem Thema richtig studieren, Plagiate vermeiden. Denn das ist auch etwas, was man so im Studium ganz wichtig und richtigerweise lernen muss, dass man nichts kopiert oder wenn man was zitiert, es eben wissenschaftlich und richtig macht. Okay, bis wenn Sie möchten, bis später.